Wusstet ihr, dass Kinderrechte nicht im Grundgesetz stehen? Es gab schon mehrere Versuche, die Rechte der Kinder in das Grundgesetz zu verankern. Jedoch hat dies bis jetzt nicht funktioniert. Und dafür ist das Wort angemessen. Dieses Wort steht im Zusammenhang mit dem Satz, das Wohl der Kinder ist angemessen zu berücksichtigen. Die Parteien sind sich uneinig über die Auslegung des Wortes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Wort zu umgehen oder zu definieren. Aber es gibt immer Leute, die aus einem Wort mit so verschiedenen Bedeutungen die beste für sich nutzen. Daher werden im Folgenden ein paar Beispiele und Geschichten erzählt, wie man das Wort angemessen deuten kann. Angemessen hieß in meinem Fall, dass ich meine Sexualität nicht ausleben durfte. Für mich bedeutet angemessen, dass meine Eltern darauf bestehen, dass meine Zimmertür immer offen ist. Außerdem kontrollieren sie mein Handy und schränken meinen Zugang zu Medien ein. Angemessen hieß in meinem Fall, dass ich geschlagen wurde. Angemessen hieß in meinem Falle, dass ich meinen Eltern jeden Tag nach der Schule in unserem Laden helfen muss. Deswegen kann ich mich nicht mit Freunden treffen und habe auch nur selten Zeit für Hausaufgaben. Aber was sollte man jetzt machen? Viele Kinderrechtsverbände würden das Wort angemessen mit vorrangig austauschen. Bis alle zufrieden sind und die Kinderrechte dann endlich ins Grundgesetz aufgenommen werden können, dauert es bestimmt noch ein ganzes Weilchen. Aber wie findest du das Wort angemessen? Und findest du es überhaupt wichtig, dass die Kinderrechte in das Grundgesetz verankert werden?